So war das. Nein, so. Nein, so. Eine Geschichte von Katrin Scherer. So war das, sagt der Dachs. Ich habe mit meinem Freund Bär einen riesen Steinturm gebaut. Dann kam der Fuchs und hat den Turm kaputt gemacht. Da habe ich gebrüllt, Fuchs hat mich gebissen und mein Freund Bär hat mir geholfen. Genau so war das. Nein, das war so, sagt der Fuchs. Dachs und Bär haben zusammen einen ziemlich schiefen Steinturm gebaut. Und weil ich ein guter Turmbauer bin, wollte ich ihnen zeigen, wie das geht. Aber plötzlich ist der Turm zusammengekracht. Da hat Dachs mir in die Ohren geschrien, das hat wehgetan. Und Bär hat mich gehauen, das hat noch mehr wehgetan. So war das, genau so. Was hast du davon? Nein, das war so, sagt der Bär. Ich habe mit meinem Freund Dachs einen Steinturm gebaut und Fuchs hat einfach mitgemacht, ohne zu fragen. Dann hat er den Turm umgehauen mit seinem Schwanz. Da ist Dachs wütend geworden, hat gebrüllt. Fuchs hat Dachs ins Bein gebissen und ich habe meinem Freund Dachs geholfen. Ganz genau so war das. Aufhören, ruft das Eichhörnchen. Ich habe von hier oben zugeschaut. Das war so. Fuchs wollte Bauen helfen, aber beim Steinesuchen hat er aus Versehen mit dem Schwanz den Turm umgestoßen. Dann hat der Dachs losgebrüllt, der Fuchs hat zugebissen und der Bär hat reingehauen. Ich glaube, so war das. Misch du dich da bloß nicht ein. Was geht dich das an? Er soll aufhören. Nein, wir haben angefangen. Nein, du. Nein, ihr. Nein, du. Ihr. Du. Bär, Dachs und Fuchs brüllen wild durcheinander. Wenn ihr euch nicht zuhört, könnt ihr einander nicht verstehen, murmelt das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen nimmt die Steine und fängt an, das Wasser zu stauen. Steine sammeln, Stausee bauen, da sind Bär, Fuchs und Dachs gern mit dabei. Und miteinander spielen ist ohnehin schöner. Thank you.